Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play Borderlands 2. Dabei der Miko XC, wie immer. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Bin wieder dabei. Meine, wir reden die ganze Zeit jetzt nur noch so. Ja, genau. Nein, wir haben den letzten Part schon irgendwo beendet und jetzt sollen wir zu diesem Herbert zurück. Ja, zu dem guten Herbert. Und das machen Herbert. Wir auch. Da gehen so, wir haben ja gesagt, wir fangen beim ersten Mal Herbert an, haben wir gesagt. Und dann machen und wir das auch. Herbert geht uns schon auf den Sack, ne? Ja, Herbert, der soll sterben, Alter. So, gehen wir zu ihm, mal gucken, was er zu sagen hat. Kretin, her damit. Transformation, Alter. Cool, haben wir alle Teile des Kompasses, glaube ich. Das letzte Stück des Kompasses. Nice. Nehmen wir doch. Gib es, Scarlett. Und auch die Bänder, dann liebt sie mich wieder. Und wenn nicht, dann folge ich ihr und erschnuppere sie und zwinge sie einfach, mich zu lieben. Sollten wir ihm nicht mal ein Geschenk geben? Gut. Gib Herbert jetzt das Geschenk, das ich dir mitgegeben habe, und dann komm zurück. Oh, dann gib mir jetzt Geschenk hier, bitteschön. Ein Geschenk? Von Scarlett? Ich wusste es! Ich wusste, sie mag mich! Tut mir leid, Herbert. Oh, hatte ganz vergessen, dir zu sagen, dass du eine ziemlich große Bombe herumschleppst, oder? Entschuldige vielmals. Und jetzt bringe ich den letzten Kompassteil her, damit ich erfahre, woher wusste ich, dass das passiert? Ich hab die ganze Zeit nichts gesagt. Ich wusste es von Anfang an. Ich hab die ganze Zeit nichts gesagt. Oh, nice. Und das war's mit Herbert. Da lag er ein Stückchen. So, hier ist hier noch was in der Truhe drin. Nee, gehen wir. Bye, bye, Herbert. Du tust mir überhaupt nicht leid. Wir können auch runterspringen eigentlich, ne? Ja, ne? Eigentlich schon, ne? Juckt ja eh keine Sau. Nice. Diesmal nicht. Schade, hat nicht geklappt. Nein, die Truhe! Eine habe ich noch geöffnet, aber konnte sie leider nicht mehr einsammeln. Guckt euch mal Dead Ass an, Alter. Dead Ass hier. Ich twerke, ja? Ich twerke. So muss das. Let's go! Auf zur twerkenden Piratenkönigin. Captain Scarlett. Captain Scarlett twerking. Twerk. Captain Scarlett Johansson, ne? Ja, genau. So, dann laufen wir mal. Da hinten ist ja der Ausgang. Ja, was sollen wir auch anders machen, ne? Ja, ne? Das ist halt Borderlands. Hab's nach Warm Water. Du Spast. Null, Alter. Scheiße, ich wollte gerade noch eine Granate werfen. Tja. Mal sehen, wenn wir jetzt nur, wir haben jetzt den Kompass, das zeigt uns eigentlich. Und erfordern einen übermäßigen Einsatz von Großbuchstaben, Worten. Was? Stand da unten gerade bei mir, Lay. Okay, wir haben jetzt den Kompass, das zeigt uns eigentlich, wo das Schatz ist, ne? Ja, wollen wir uns den Schatz jetzt holen? Wir müssen erstmal den Kompass zurückgeben zu ihr. Oh, geil, Alter. Läuft. Die Spastis kommen raus. Ist mir ja geboten, ne? Ist mir geboten. Ja, genau. Sind die irgendwo ein Catch-A-Ride-System? Schöner Heady, oder Catch-A-Bike. Und Bike wäre auch geil, ne? Ja, Bike, ne? Durch. Alter, ich sterbe, weil ich hänge in der Ecke fest. Ja, nice. Ich sterbe halt einfach. Mir egal. Dreck. Oh nein. Ich warte beim Schiff auf dich, ne? Ernsthaft, du lässt mich im Stich? Ja. Du bist ja wieder am Leben, guck. Wusste ich eh. Als wenn du so einfach stirbst. Ich doch nicht. Ich doch nicht. So, ich gehe dann nach oben zu Captain Scarlett schon mal. Du bist schon da? Ja. Wow. Ich bin schon da. Ich bin auch da. Ja. Mein Fresse, wie hast du das bloß gemacht? Ich habe keine Ahnung, Alter. Das war so übermenschliche Fähigkeiten. So teleportieren und dann war ich halt da, ne? Das ist echt heftig. Heftig. Krass. Heftig. Richtig krass. Danke, dass du mich hier unten halt lässt. Kein Ding, ich bin King. Dann kann ich hier wenigstens schon mal meine Sachen verkaufen. Ach, ich hab ja nix. Bist du schon bei Captain Scarlett gewesen jetzt? Nee, aber jetzt. Sehr nice. Herbert. In dem Errol nicht ganz unähnlich.
Zeit, den Kompass zusammenzusetzen und herauszufinden, wo Captain Blade seinen Schatz versteckt hat. Hier, das ist mein Teil des Kompass. Nimm! Dann nimm. Und jetzt kombiniere es mit den anderen drei gesammelten Kompassteilen auf dem Tisch da. Welchen Tisch? Ach, da. Na also, der Kompass des Sandes. Bitte, nimm ihn dir. Nehmen wir ihn uns doch. Ach, und jetzt haben wir einen Schatz zu finden. Bring den Kompass zum Magnus-Leuchtturm. Dann auf zu Magnus-Leuchtturm. Ich klaue mir mal das Boot hier, ne? Warte, ich fahr bei dir mit. Das haben wir auch noch nicht lange mehr mit den Booten zusammengefahren. Wir müssen eh hier lang. Ja, da unten links, ne? Irgendwie schon, ne? Ja, Leute, es geht ans Ende des DLC. Nicht ganz, aber auch nicht mehr viel. Also, wir haben mehr als die Hälfte definitiv. Müssen wir hier hin? Ja, ne? Müssen hier durch. Ja, absteigen. Also, der DLC geht noch ein bisschen, aber ich glaube, dass bis Level 30 haben wir den DLC durch. Alter, du hast hier sowas von dumm geparkt. Ja, ich bin schon durch. Oh, scheiße, hier sind Korsaren. Das wusste ich nicht. Ich werde sterben, Alter. Wow, die kicken mich einfach weg, ne? Diese Bastarde, Alter. Spast, ne? Echt so, Alter. Richtiger Spast. Scheiß Schütze. Stirb. Wow, den hast du ja richtig zerfetzt. Passiert halt, ne? Geht halt sehr schnell. Grockmeister. Yo. Das war's dann wohl. Sehr groggy, Alter. Der Bastard. Über den kleinen Matrosen. Schöner Heddy, Alter. Aus heiterem Himmel. Spaß. Das sind Kajütenjungen umgebracht. Ja. So, das war auch ein schöner Headshot. Als wenn ich das Ding von so weiter Entfernung angreifen kann, ne? Ich bin so, als wäre das. Oh, Scheiße! Oh, ja, du hast ihn. Sehr gut. Oh, schöner. Oh Gott! Den habe ich zerfetzt, Alter. Oh, das war's. Hast gesehen, wie ich den Heddys verpasst habe? Krass. Ja, du hast das gut gemacht. Krasser Scheiß, Alter. So, hier hoch müssen wir. Geil, ein Sniper. Aber das ist aktivier scheiße. Aktiviere das Tor. Ich aktiviere das Tor denn, ne? Du kannst unten schon mal warten. Ja, aktiviere das Tor. Und Tor ist aktiviert. So, dann geh du durch. Dann können wir schon mal rein. Ja, Leute. Wir sind richtig gut dabei. Ah, hier. Guck mal, da oben. Geil, ne? Geil. Da ist der Leuchtturm wahrscheinlich, ganz oben. Das sieht aus wie so ein Roboter von Horizon Zero Dawn. Der Kopf davon, Lay. Echt? Ja, wie nice. Nur nicht. Wollen wir so ein Muni kaufen? Ja, auf jeden Fall. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Beehre mich bald wieder. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nicht sterben, ich brauche dein Geld, ja. Gut, dann lass weitergehen. Ich hab ihn eingedeckt. Warte mal kurz. Alter, da, ich sag's dir, es geht jetzt hoch zum Leuchtturm. Der Part wird episch. Weg. Die behalte ich mal. So, der Part wird epic. Guck mal da oben. Der Leuchtturm ist übrigens ganz oben. Oh, Vorsicht, nachladen. Da kommt Raketenwerfer geflogen. Was? Ach so, ja. Passiert halt, ne? Irgendwie schon, ne? Ist halt irgendwie Standard bei uns. Es war so klar, dass hier böse Spasten wohnen, ne? Natürlich. Piraten. Scheiß Piraten. Hier... Heddy, Alter. Weißt du, ich finde die Borderlands, die ganzen Sachen hier, wie die Welt aufgebaut ist, eigentlich voll geil. Wie findest du das eigentlich so bisher, so die Location? Ich auch. Oh, gut, und ich bin tot. Lel. Wer hat mich denn umgebracht? Freibeuter. Ach, der da. Scheiß Wichser, Alter. Wow. Oh Gott, da kommt ein Freibeuter, Alter. Yo! Ja. Oh, gerade einen gehabt. Ich muss hoch, ich muss dich wiederbeleben. Oder kriegst du die tot? Ja, easy. Safe. Du stirbst doch nicht so einfach. Eine Pantherfaust doch nicht. So, der Pirat ist tot. Nice. Da ist ein Korsar hinter dir, Vorsicht. Echt? Kein Wunder, sieht das aber er verfolgt zum Glück mich. So, auf Wiedersehen. Ist noch ein Pirat, der ist auch tot. Hier ist noch ein Pirat. Scheißschild, Alter. So, das war's mit dem Piraten. Easy. Ich lauf hier mit Dings durch, ne? Mit Panzerfaust. Ich sehe da schon. Hier ist noch ein Gegner. Ein scheiß Pirat, Alter. Super.
Und da liegt irgendwas. Ein Skin. Schon wieder. Nice. Aber ich glaube, den Skin hatte ich schon. Der war lila. Lila. Egal, es gibt ja mehrere Skins. So, dann gucke ich mal, was das für ein Skin war. Den aktiviere ich dann mal sofort. Diese Munitionstruhen. Bereits freigeschaltet, ja, kann ich nicht verwenden. Also, dann schmeiß weg. Schmeiß ich weg. Die sind ja auch nichts wert. So, kurz mal bei mir Skin gucken. Da habe ich auch einen Skin freigeschaltet oder sogar zwei. Hier habe ich. Habe ich. War in der Waffenkiste, war hier irgendwo in der Waffenkiste, aber hier waren keine Waffenkisten. Okay. Ja, hast den Skin schon. Ach, warte, du wolltest mir einen Skin geben, jetzt bin ich runtergesprungen. Okay, ich guck mal. Ja, ist halt nur ein Hoverkraft-Skin, ne? Also nichts für. Nichts für den Charakter, ne? Guck ich mal. Wo hast du den hingeworfen? In die Ecke hier. Ach, da, ja, habe ich schon. Okay, dann easy. Dann weg hier. Uah. Ich denk auch immer noch Fallschaden und so. Oh nein. Nein. Oh nein, nicht Stalker, Alter. Oh, sind das die Viecher, die unsichtbar werden? Ja. Oh nein. Zum gut, aber alle mit Passerfaust erledigt. Zum Glück. Deswegen ist meine Passerfaust auch so gut. Ich habe meine. Weil die hat mehrere gleichzeitig greift. Ich habe meine gar nicht benutzt. Oh Gott. Oh, ich hasse diese Viecher, ne? Die werden scheiße unsichtbar, Alter. Oh Gott, wie ich diese Viecher hasse, Alter. Ja, natürlich tötest du mich, Alter. Wow. Hast du das? Panzerfaust. Es sieht so merkwürdig aus, wenn so ein kleiner, wenn da so ein Dude liegt. Wenn da so ein Dude liegt, kaputt, halb tot. Und eine Panzerfaust abdrückt. Ja, ne? Gott, wie diese. Oh, geil. Dein Facelock ist wieder mal super, Alter. Ja, ist manchmal echt nötig, das einzusetzen, ey. Weil sonst kannst du halt nicht nachladen. Warum muss es solche Gegner geben? Meine Fresse. Nervig, warum hier? Warte, hier links ist irgendwas. Waffenkiste? Vielleicht. Munition ist immer gut. Gut, dann müssen wir weiter hier lang. Weil ohne Munition würden wir ja echt eine Knappheit bekommen. Weil wir echt kaum Läden haben. Definitiv. Oh Mann, war das ein Heady, Alter. Heftiger Scheiß. Und hier ist eine Waffenkiste. Das ist ein Minenleger, Alter. Hier ist eine Waffenkiste. Echt, dann hol dir die Waffe. Eine Klassmotze. Also nichts. Nee. Irgendein Class-Mod für mich dabei, der vielleicht gut ist. Oh Gott, da ist ein Freibeuter. Yo, dem Freibeuter kann man Headies verpassen. Zwei Schüsse und der war tot. Ist hier irgendwas Besonderes oben da drauf? Nee. So, dann komme ich zu dir. Geil, alles. Ich hab die Hälfte schon umgebracht. Oh, sehr gut. Das war easy. Jetzt kommt die andere Hälfte, die da irgendwie jetzt noch runter gelaufen kommt. Tschüss. Da hängt jemand. Alter, krass. Jetzt geht's hier aber los, ja, ey. Oh, da unten ist Waffenkiste. Dann hol die dir. So, der ist weg. Gönn dir. Genau, wollte ich gerade sagen, gönn dir. Oh Gott, du schießt echt aus so einer Entfernung mit einer Schrotflinte auf mich. Die Gegner sind auch nicht gerade schlauer geworden, ne? Schöne Heady. Ja, auch nochmal. Das waren alle Gegner. Easy. Ach, super. Du hast recht, mit Zero und einem Sniper ist man echt richtig OP, wenn du einen guten Sniper hast. Und nicht schon jetzt so geil, Alter. Mr. Bubbles. Mr. Bubbles ist auch noch ein Boss. Ach, jetzt reicht's, Alter. Und Lil Sis? Oh Gott, das ist ein Big Daddy, Alter. Ah ja, wusste ich doch, dass es eine Anspielung an Big Daddy gibt hier. Guck ah. Doch, das ist Big Daddy. Das ist Big Daddy und guck mal, hier ist Lil Sis. Tatsächlich. Nächster Easter Egg. Genau, dann brauche ich noch ein gutes Bild von dem Typen. Gibt's im Internet genug? Oh, was? Wie viel Eridium lässt er bitte fallen? Alter, ich habe mich gerade selbst erschossen, Alter. Ich hasse diesen. Scheiß Granatwerfer, ne? Jetzt töte ihn, Alter! So, weg! Ach doch. Oh. Gut, dann weiter. Und dann Big Daddy, ne? Ja, geile Anspielung, wieder mal. I like. Ein Like. Gebt ein Like für diese Anspielung. Ja, davon profitieren auch nur wir. Und ja, genau, nur wir und ihr profitiert davon eigentlich müsste, überhaupt nicht. Eigentlich müsste man sagen, gebt ein Like bei Borderlands. War aber nicht bei unserem Projekt, sondern halt Borderlands direkt, ne? Ja.
So, wir sind, finden einen Weg nach oben. Wir sind jetzt angekommen. Welchen Aufzug? Wo ist der denn? Das ist jetzt die Frage. Na, es wird uns gezeigt. Guck mal, da ist ein Pfeil nach oben. Das ist doch dumm. Ah, nice. Sehr gut. Das ist ein blindes, blindes Huhn, findet man. Hier ist eine Waffenkiste. Nee. Verkaufe ich alle einfach. Ja. Ich aktiviere mal die Fahrstuhl, dann kommt er runter, ne? Jupp. Oh, gut, da haben wir Zeit. Oh Gott. Können wir dir. Es geht los. Gegner kommen. Was? Echt jetzt? Oh, der braucht aber lange. Doch, der erste ist tot von ganz hinten. Den Freibeuter kannst du jetzt easy töten. Ja. Da sind noch mehr. Gott, oh Gott, nein, nein, nein. Bitte nicht diese Viecher, Alter. Kannst du mal hinne machen? Ich will hier weg. Oh, kann der mal schneller kommen? Der zieht uns sonst gleich hier rein, Alter. Oh nein. Oh, lel. Und tschüss. Trottel. Schnell, fahr das Ding hoch. Ja, wenn er als letztes hier noch. Jo! Nee, ist klar, Alter! Und tschüss. Habt ihr das gesehen, Leute? Das ist gut, ne? Lel. Wir sind sicher. Übrigens können wir von ganz oben auch runterspringen, ne? Es passiert ja nichts. Ich weiß. Kannst du mal machen? Nee. Nee? Ich will lieber oben sicher sein. Nur so. Dead Ass, Leute! Dead Ass hier! Hey! So, wir sind oben. Gut. Da ist der Turm. Leuchtturm. Geil. Du wolltest dich gerade selbst in die Luft sprengen, sehr gut. Da war eine Bombe drin. Oh, was hast du denn da ausgelöst? Irgendwelche Elektrofässer. Ach so. Warte, ich will rein. Warte. Ich dachte, du schaffst das noch. Du sahst so nah hinter mir aus. Toll. Ich warte extra mit dir. Geil. Ich werde dir zeigen, wie man kämpft. Wenn du unbedingt willst. Ja. Ich hab nur gesehen, wie du den scheiß Panzerfaust rausholst. Die Panzerfaust ist auch einfach hart unfair. Die macht halt einfach 8k Schaden, ne? Das ist halt richtig heftig. Da kann ich nichts machen. Mein Schild hat nur 2,22. Die ist halt wirklich richtig übel, das Ding. Leider töte ich mich damit oft genug selbst, ne? Also, passiert halt, wenn du im Nacht lädst, ne? Jo, genau. Dann fliegt die immer weg. So, ganz da oben. Ich fand das gerade geil, als ich die Panzerfaust dann einfach rausgeholt habe. Du hast gesagt, was? Nein! Bist du oben auf dem Leuchtturm? So, let's go. Finde einen Platz, wo du Blades Kompass hinstellst. Kompass reintun und dann müssen wir wissen, wo wir hin müssen. Dann. Funktioniert es? Was tut sich? Rein. Du hast es geschafft. Sieht aus, als wäre der Schatz im Wormwater vergraben. Ein X markiert die Stelle. Wo ist das denn? Im Warmwater. Wir müssen eh runter. Hast Bock zu springen? Ich spring schon. Okay, ich auch. Yeah! Das ist cool, ne? Das ist so geil, das kann. Oh Gott! Ach, jetzt kommen ihre Leute, ne? Jetzt wollen sie uns töten, ne? Ja, safe. So eine Fotze. War doch am Anfang klar, als sie schon vorgestellt wurde. Sie wird dich sicherlich hintergehen. Ja. Tja, Scarlett, nur leider sind deine Leute echt scheiße, Alter. Nee, die können sich unsichtbar machen. Können sie nur teleportieren, die Bastarde. Mehr können die doch gar nicht. Teleportieren, ja. Tschüss. Wir müssen das suchen. Irgendwo hier ist ein Kreuz. Oder so. Nee, töte Scarlett's Lieutenants. Wo sind die denn? Gott, mit einem Sniper kommst du hier auch nicht weiter, ne? Verreck doch, Alter. Nee, die hüpfen. Die sind viel zu flink. Ja. Ich kann nicht mehr nachladen, das ist vorbei. Danke. Sehr schön. Die können halt auch nichts, ne? Die sind halt wirklich schlecht, ne? Wow, sind die scheiße, Alter. Kein Wunder, dass sie uns alles nachgelassen hat. Da ist Lieutenant White. Tja, Whitey.
Tja, Whitey, White Boy. Du darfst gerne abkratzen. So, White Boy, hier eine Kratze. Was? Ich bin tot, Alter. Echt jetzt? Ja. Krieg ich ihn? Nee, du hast Lieutenant Whitey leider umgebracht. Nur kein Ding hier, bitte. So, ich schieß so lange auf Lieutenant Hoffmann. Hoffmann. So ist das meine Klassenlehrerin, Hoffmann. Frau Hoffmann. Frau Hoffmann, ne? Ja. Keine Bewegung. Alter, überall sind hier Scarlet Crew-Soldaten, Wichser, Alter. So, ich töte mal den Crew-Soldaten, du kümmerst dich um den Hauptmann. So, jetzt. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Lieutenant Spasti, Alter, hinter dir. Hast du meinen Kill geklaut? Ups. Aber ich belebe dich mal schnell wieder. Ja. Scheiße, ich habe irgendwie eine Billo-Waffe eingesammelt. So, warte mal kurz. Was habe ich denn hier für eine Billo-Waffe, Alter? Wow, die wollte ich gar nicht. Gib mir meine Knarre zurück. Wir müssen los, ne? Jo, Folge Leuchtfeuer. Hat uns dein bester Freund gesagt. Nee, mein bester Freund wird das niemals werden. Er ist zu verrückt. So, wo müssen wir hin? Warmwater. Ich warte. Warum machst du das? Auf ins Menü zu gehen. Aus Versehen. Ups, ich wollte nachladen. Ah, scheiße. Kriegst auch nur du hin. Außer den nachladen und ins Menü gehen. Jupp. Da sind wir echt kurz vorm Ende vom DLC. Tja, tatsächlich. Wir kriegen das DLC wohl jetzt noch durchgezogen, wahrscheinlich. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Falls es dir ein Trost ist, ich habe alles ernst gemeint, was ich zu dir sagte. Du bist ein toller Krieger und ein echt aufrechter Arzt. Wie die Texturen alle voll lange brauchen, nachladen hier gerade. Wo ist denn das X? Ach, da unten. Wow, 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 wow. Ja, das war's wohl für Scarlet. Man betrügt halt keine Leute, ne? Würde ich mal sagen. Eben. Eben. Hier soll irgendwo ein Catch a Ride sein. Jo, hier auf dem Schiff. Tschüss. Ah, okay. Du Penner. Ah, gut. Let's go. Jo, auf zum X. Folgende Leuchtfeuer oder so. Ach, da sieht man, guck mal, da oben, da waren wir doch auf dem Leuchtturm. Ja, nice. Lol. Welches X? Hier soll ein X sein. Hä? Wir wurden gefressen. Oh, krass. Hast du damit gerechnet? Nein. Da gehst du raus, glaube ich. Also müssen wir hier jetzt weiter, oder was? Oder müssen wir raus? Hier ist der. Da gehen wir gleich tiefer rein. Lass uns hier nochmal kurz umgucken, wo wir gefressen wurden. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Ja, genau. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Geiles. Ja, also rauskommen können wir nicht mehr. Hier ist zu. Dann müssen wir uns den anderen Ausgang suchen. Oh nein, du spielst jetzt doch nicht auf den Ausgang ein. Nein, ich meine hier nicht, natürlich nicht den Ausgang. Dann gehen wir. Wenn, dann schießen wir. Schießen uns irgendwo auf Ausgang schon frei. Ey, das erinnert Hast du damit gerechnet? Das erinnert mich ein bisschen an Gears of War 2. Mich erinnert das tatsächlich ein bisschen an The Legend of Zelda. Ah, Yabu Yabu, ne? So ein bisschen. Mich erinnert das so ein bisschen an Gears of War 2, wo du in diesem fetten Wurm drinne bist. Ach ja, da gibt's auch einen Wurm, ne? Jupp. Der Wurm ist aber ein Stückchen größer als der hier noch. Ich würde dich spoilern, wenn ich sage, was das hier ist. Das ist wahrscheinlich sein Arschloch. Weg. Weg, weg, weg. Weg. So, was haben wir hier denn noch? Das ist Maschinenpistole. Da habe ich aber, glaube ich, eine bessere. Ja. So, das sieht auf jeden Fall sehr eklig hier aus, ne? Definitiv. Es ist widerlich. So, gehen wir. Gut, gut. Oder muss ich noch Munition kaufen? Tja, die schlechte Nachricht ist, der Leviathan hat uns verschlungen. Die gute Nachricht ist, er bringt uns in die Schatzkammer. Aber die beste Nachricht ist, du erinnerst dich an mein Schoßtierchen Roscoe? Kuschelig süß, nicht wahr? Oh ja, sehr. Oh Gott, nein. Oh geil, was? Wir müssen gegen ihn kämpfen, gegen den Bastard, Alter. Naja, was will er schon machen, ne? Das weißt du, wer das ist? Wer ist das? Das ist ein Wag-Hive.
Und den trifft man eigentlich nur in Borderlands 1. Echt? Ist halt, glaube ich, der erste richtig harte Boss. Der Black Hive. Habe ich Granate, habe ich Raketenwerfer-Muni? Wäre ganz schön, wenn ich die hätte. Ja, warte. Anscheinend nicht. Wir können nein. Oh, ich bin der Säure drin. Das heißt, meine Pistole ist die einzige Waffe, die ich hier habe. Dann benutze ich die. Einfach mit meinem Ding, knall einfach mit meinem Panzerfaust drauf und mach Schaden genug. Ja, du, aber ich habe leider keine Panzerfaust zur Verfügung. Ja, der ist auch gleich tot. Der ist auch gleich down, Alter. Ja, natürlich, er ist gleich tot. So, weg. Tot. So, Scarlet. Easy. Wo müsst ihr denn hin? Sie hat irgendeine Pistole fallen lassen, ich will die Knarre haben. Ja, Scarlet's Pistol, ne? Ist Scarlet's Pistol gut? Weiß ich nicht. Ich hab die gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich die eingesammelt habe. Hier lag da so viel rum. Hab ich die eingesammelt? Nee, ich hab sie nicht eingesammelt. Ich weiß nicht, ob wirklich Scarlet heißt. Scarlet's Pistol, weiß ich nicht. Besser als meine Pumpgun? Was? Ich hab ne. Kein Wunder, dass ich so wenig Schaden gemacht habe. Ich habe die falsche Waffe angelegt, Lel. Hattest du Scarlet's Pistol? Nee, die heißt ja nicht Scarlet's Pistol, glaube ich. Die heißt irgendwie anders. Keine Ahnung. Egal. Dann habe ich sie wahrscheinlich eingesammelt. Werde ich verkaufen, ist schlechter als meine jetzige Waffe. Gehen wir. Ja, Moment. Lass mich noch kurz Munition. Oder ist hier noch irgendwo eine Waffenkiste? Nee, wir haben alles. Dann weg. Tja, Leute, das war's dann auch schon. Mit Scarlet? Naja, nee, die lebt ja noch. Die müssen wir wahrscheinlich nicht töten. Mhm. Ja, jetzt müssen wir von Leviathan raus, ne? Von der Schlange. Jupp. Lass mich raten. Das ist ein Arschloch. Nein. Der ist wirklich verdammt nice. Ja, dann klar, wir greifen mal die Leviathan an, ne? Ich hab's dir gesagt. Aber ich hab's dir. Wir müssen die blauen Dinger angreifen. Ach so, okay, alles klar. Was zur Hölle? Mein ganzes Schild weggefetzt. Ja, das ist ein bisschen krass. Wow, 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 wow. Ja, der ist wirklich krass. Ich glaube, man kann auch irgendwie auf ihn rauf. Keine Munition. Oh, ich habe keine Munition. Alter, shit. Der bewegt sich zu viel. Ich kann nicht zielen. Ja, ich. Ist schwer, ne? Und bist ganz geflasht vom Boss. Ja, der erinnert mich. Der ist cool. Aber ich mache auch, gerade gut Schaden. Wir sind Sandraupen. Ja, Leute, der erste wirklich richtig fette Bosskampf. Ja. Also, da kann man schon was Geiles auf den Thumbnail packen, ne? Ja, definitiv. Na komm. Den kriegen wir easy tot, ne? So schwer ist der gar nicht. Nee. Aber der macht halt gut Schaden, ne? Wohl wahr. Ich hab sein Herz kaputt geschossen. Nice. Und wo greifen wir jetzt an? Sein Auge oder so. Oder sein Mund. Wenn er aufhört. Es gibt keinen anderen Weg, ne? Wir können ihn nicht von der Seite angreifen oder sowas, ne? Wo warst du? Ich bin... Nee. Wow. Wow, lebst du wieder? Nee. Ich hoffe, die Sandraupe haut, das nicht ab. Oh, die haut ab, die Fotze. Danke. So. Boah, die Sandraupen haben aber auch viel Leben, ne? Wow. Die halten echt viel aus. Krass, wie die einfach aushalten. Ich hätte gerne Panzerfaustmunition, ja. Kann man die überhaupt töten? Scheine kein Schaden, doch jetzt. So, eine Sandraupe weniger. Vielleicht das auf sein Scheiß. Alter, mach das Ding Schaden, Alter. Wow, jetzt bin ich auch fast tot. Auge ist down, ein Auge, anderes Auge. Es ist nur das rechte Auge und dein Mund. Nice, baller weiter, ich kümmere mich mal um die Sandraupen hier. So, nächste Sandraupe ist tot. Muss einfach Seite wechseln. Ja, die Sandraupen kommen sowieso immer nach.
Ja, aber je mehr Sandraupen-Slider sind, umso ätzender wird's für dich. Dann kann ich mich ja um die Sandraupen kümmern, um die abzulenken. Autsch. Fuck. Oh Gott, du stirbst. Das war die Sandraupe bestimmt. So, wieder eine Sandraupe. Bin ich mir nicht sicher. So, letztes Auge. Ein Auge haben wir noch. Oh. Sehr freundlich von dir. Nur noch der Mund. Danke. Knarre. Jo, oh, krass, Alter. Guck mal, wie viele Sandraupen das jetzt sind. Ja, der Bosskampf ist doch ein bisschen schwerer, als du dachtest, ne? Oh, scheiße. Ich bin tot. Hast du das? Ich habe keine Munition mehr. Echt nicht? Ich eine Sandraupe. Die Fotze verpisst sich. Keine Sorge, das wird wieder. Oh, was? So, ich lebe. Vielen Dank. Alter. Alter, ja. Wow. Ich lebe wieder. Ja, du hast mal. Habe schon wieder deinen Kill geklaut, Lel. So, du lebst auch wieder sehr gut. Mann, ey. So, wieder eine Die Sandraupen kommen, glaube ich, gar nicht immer wieder, aber es sind halt super viele gerade im Moment. So, wieder eine weg. Ja, ich musste mithelfen mit den Sandraupen, weil sonst nehmen die Oberhand. Ja. Ich schmeiß noch eine Granate. Kann ich aber nicht irgendwie. Oder doch? Shit. Ich schmeiß auch mal eine Granate. Gott, diese Sandraupen. Kriegst, ja. Ich kann die nicht faceloggen. Kannst du nicht faceloggen, deswegen sind sie so schwer. So, wieder eine weniger. So, mach mal Maul auf, Leviathan. Es läuft. Eine Sandraupe ist hier noch. Glaube ich, oder ist sie tot? Ja, eine ist hier noch. So, weg. So, Leviathan, Maul auf. Let's go. Da kommen noch mehr Sandraupen. Oh, Sandwurm-Königin, Alter. Ey, Fußboden. What the fuck, Alter? Ich muss die Kleinen abknallen, aber ich sehe nichts. Vor dir. Kommst wieder auf die Beine. Ich treffe dich. Ah, fuck you. Ich lebe wieder. Oh, diese kleinen Viecher, Alter. Sandwurmlarve. Da ist eine Schrotflinte die beste Wahl, Alter. Jetzt aber baller mir noch meine Sandraublarven kaputt. Danke, das habe ich gebraucht. Ich belebe dich doch eh wieder. Töte die Sandwurmkönigin. Was? One-Hit, Alter? Gott, tot. Ich habe irgendwas getötet. Sandwurmlarven. Wenn die nicht wären, ne, hätten wir ein Problem. Ja, ne? Die machen aber auch einen Schaden. Mir geht so langsam die Muni alle. Oh Gott, Alter. Was ist denn das? Ich werde wohl. Nee, ich werde nicht sterben. Du rettest mich, danke. Also bin ich da. Irgendwas habe ich getötet, obwohl ich es nicht getötet habe. Oder du hast mich wiederbelebt. Jetzt töten wir diese Sandwurmkönigin, Alter. So, tot. Weg. Oh, da kommt gleich die nächste an, Alter. Oh, was? Ernsthaft? Ja, leider. Was? Sehr eklig. Keinen einzigen getötet, oh Gott. Ja, easy. Oh, Gott, diese Königin, Alter, ne? Ich weiß halt auch nicht, wo ich ihr hinschießen muss, um Crit zu machen. Auf den Schädel. Ja, versuche ich doch die ganze Zeit. Granate, Alter. Aber meine Shotgun macht gut Schaden auf den Kopf. Wenn jetzt mein Nachladen fertig ist. So. Oh, ich hoffe, das war die letzte. Ja. Oh, nee, wir müssen den Leviathan umbringen. Wir haben keine Wahl. Oh, was zur Hölle? Oben, oben. Ja, ich schieß doch schon. Lass die Sandwürmer sein und bleib in Bewegung. Witzlos. Geil. Ich baller schon rauf, wie ich kann. Gut. Oh. Die Sandwürmer müssen weg. Fuck mich halt richtig ab. Dann töte du die Sandwürmer, ich konzentriere mich auf den scheiß Hals, Alter. Ich werde ihn in seinen. Okay. Ich werde ihn in seinen Hals kacken. Kann ich aber, wenn da oben ist, auch nicht Facelock kann. Oh fuck. Nee. Ja, Mann! Das war's. Easy. Nee, er lebt noch, oder?
Wir müssen auf ihn rauf. Und beschädigt. Finde ich auch. Müssen wir jetzt hier raufspringen? Ballein, was machen wir ihn tot? Ich komme, die Folge, ich bin hier hinter dir. Er ist doch schon tot. Ach ja, stimmt. Der verlorene Schatz des Sandes gehört uns. Oh, jetzt werden wir belohnt, ich sag's dir. So endet die Geschichte, wie die Kammerjäger die böse Captain Scarlet besiegten und den Leviathan töteten. Und als die Sonne über Pandora unterging, merkten die Kammerjäger, dass während sie Captain Blades Arsenal suchten, der wahre Schatz stets in ihrem Herzen war. Ende. Na, wie war das? Das Ende war ziemlich kitschig. Ja, irgendwie künstlich, nicht wahr? Und wie? Andererseits, du hast es sehr gut zu Ende erzählt. Für eine kleine Drecksweise. Danke. Ah, keine Ursache. Irgendwer muss diese Story schließlich mal erzählen, wenn ich nicht mehr da bin. Warum nicht du? Ja, ich hab dich lieb, Markus. Das ist schräg. Ja. Ernsthaft? Wir wurden nicht belohnt? Ich könnte es überspringen. Gut. Danke. Jetzt werden wir belohnt. Und wieder belohnt werden. The Chamber of the Lost Treasure. So, und müssen wir da rauf? Ja, ne? Wenn man nicht runterfällt, ja. Geil. Die Frage, wie kommen wir da rauf? Ey, wo geht's den Weg nach oben? Muss einmal komplett immer oh, nee, ne? Ich glaube, ich finde den Weg hoch gerade. Oh Gott, nein, hier komme ich nicht durch, oder? Tatsache nicht. Oh, was? Kommst du hoch? Man muss einmal rumlaufen um die Pyramide. Oh. Oder immer höher springen. Ernsthaft? Wenn man es kann. So, Leute, jetzt gibt's ein kleines Jump'n'Run-Puzzle. Naja, ist sehr klein. Oh, hier geht's nicht weiter. Ich komm gut voran. Ich bin fast ganz oben. Okay, ich auch gleich. Oh Gott, Alter. Das ist doch nervig, ne? Wow, was ist hier denn los? Warte, noch nicht öffnen, ich will auch dabei sein. Hier sind Sirenenmods, Commander-Mods. Den Sirenenmod lasse ich mal für dich. Oh, was zur Hölle? Öffne die andere mit dem. Sind die alle mit toten Köpfen hier drin? Ja, die sind alle. Öffne! Guck. Oh, was? Ich mach einfach alles auf. Was zur Hölle, Alter? Oh, ne, krieg die heftige Sniper hier. Oh, ne, besser ist die Pumpgun besser als meine? Wie sieht's mit Schrotflinten aus? Nee, die ist nicht gut. Die sind beide kacke. Die ist besser als meine. Gut, hab ich schon mal eine? Pistole, ne? Hab ich hier, ist hier irgendwas Gutes? Besser als meine. Yo, was ist das denn, Alter? War das ein Granatwerfer mit 5000 Schaden? Sonst wäre da was für dich. Ich nur oh, hier sind Schilde. Oh, fuck you. Sind die gut? Alter. Oh, nee, schade. Da ist zwar ein guter Green-Schild dabei, aber der ist bei mir, der ist schlechter. Nee, der ist geil, Alter, den nehme ich. Ich habe auch einen, den ich nehme. Der hat nur ein bisschen weniger Leben als meine. Und Ladegeschwindigkeit dafür, Ladeverzögerung gleich mal wesentlich besser und Absorptionschance noch besser. Wow, Iridium. Wie viel? 8. Wow. Nein, cool. Das ist nur Muni-Scheiße. Was ist hier drin? Hier nochmal? Yo! Monstro Snyder, das ist ein Sniper. Ist die besser als die Waffe, die ich habe, die eine linke? Nee, die nehme ich nicht. Nee. Und hier? Krass, Klassenmods. Und hier? Kann ich nichts von gebrauchen. Noch mehr. Schilde. Schilde? Oh, was zur Hölle? Der ist nichts. Nee, alle nichts für mich. Und hier drin? Granatenmods, Alter. Den wir aber haben. Hier Supernova. Und hier daneben? Hier ist ein Sniper für dich. Oh, krass. Geld ohne Ende, Alter. Wo ist ein Sniper? Wow, der ist heftig, Alter. Wow, ist der heftig. 15% Waffenschaden und 180% kritischer Trefferschaden.
Wow. Heftig. Das Ding ist krass. Das Ding ist viel krasser als meiner. So, die eine Waffe nehmen wir trotzdem mit. Jetzt nehmen wir einfach alles mit und verkaufen. Ich bin voll. Du bist voll. Ich bin voll. Nimm du alles mit. Was kann ich denn noch alles mitnehmen? Das ist jetzt die Frage. Class-Mods, kann ich die Waffen hier noch mitnehmen? Ich bin voll. Okay, dann lassen wir den Rest hier. Nee, dann schmeiß ich die Class-Mods raus. Oder die grauen Waffen. Oder die grauen Waffen, genau. Sonst noch irgendwas hier, was ich verkaufen kann? Die Schilde. Hier ist noch eine grüne Waffe, die verkaufe ich. Granatenmods. Die Schilde. Wow, Leute, wir wurden heftigst belohnt. Ja, gut, dann lass weiter. Alter, das ist heftig, ne? Das ist wirklich Belohnung, oder? Heftig, was man hier gekriegt hat. Schade, dass man viel soll. Das war's, mehr kann ich nicht mitnehmen. Dann gehen wir. Tja. Aber die Waffe ist gut. Kann auch gut zielen. Ich teste gerade die Waffen aus. Ich habe zwei neue Waffen, die ich gerade daraus herausgeholt. Und ein Shotgun. Zwei Schüsse, aber nach Nachladen. Egal. Geil, ne? Ich habe leider keine bessere Shotgun als meine gefunden. Leider. Wir sind aber leider keine Level 30 geworden. Leider nicht. Wollen wir trotzdem den zweiten DLC starten denn? Meinst du, wir schaffen den? Da laufen 29er, 28er, 30er rum hier genau wie hier, also nichts anderes. Meinst du, wir schaffen den? Ja. Denke ich schon. Ich habe zwar eine bessere Schrotflinte, aber die kann ich noch nicht anlegen, erst mit Level 29. So, jetzt nochmal Muni. Muni, bevor ich Muni kaufe, will ich einfach Muni haben. Was für ein heftiger Bosskampf, oder Leute? Der war krass. Der war schön zu sehen. Lass uns einfach, bevor wir wieder zurückgehen, wo wir hin sollen, möchte ich gerne nochmal hier erkunden, was hier noch so ist. Ernsthaft, du willst jetzt eine Erkundungstour starten? Ja, guck mal auf Karte, wir waren noch nicht überall. Geil, hier sind auch gleich, du könntest eigentlich zurückrennen und den Rest holen. Hier ist Shop und so. Stimmt, ja. Oh, hier ist ein Kammersymbol. Oh, nice. Warte, ich komme gleich zu dir. Ich verkaufe jetzt erstmal den ganzen Schrott, den ich gefunden habe. Dann brauche ich das hier nicht mehr. Aber irgendwie wird es nicht anerkannt. Warum? Hocheffektiv gegen Schilde. Jetzt wird die anerkannt? Nee. Oh, ich habe es entdeckt. So, ich habe es entdeckt. Ich muss es ja selber erstmal entdecken. Du musst es anklicken mit Quadrat. Jupp. Erst dann wird es akzeptiert. Übrigens, diese Viecher hier, die wir sehen, die du hier siehst, diese Statuen. Ja. Die gab's auch in Borderlands in echt. Den ersten Teil. Ich weiß aber nicht mehr, ob die hier auch im zweiten auftauchen. Das weiß ich nicht mehr. Granatenmod kann weg. Das war mein früherer Schild. So, Alter, das hat mir locker mal 30.000 gegeben. So, ich komme jetzt zu dir. Wo ist das Symbol? Ich bin nur hier oben. Das Symbol ist einmal da, wenn du gleich rechts kannst. Du wirst ja gleich rechts können, da gleich sofort. Rechts runter, meinst du? Ja, da an der Wand irgendwo. Müsstest du eigentlich sehen. Scheiße, hier ist der Weg. Ah, da. Kann ich das entdecken? Ja, entdeckt. Ja, musst du mit. So, hier oben ist auch noch irgendwas, Alter. Munitionkisten. So, das wird jetzt am Ende ein kleiner Erkunder-Part. Naja, viel ist das nicht. Wir haben ja schon erkundet. Jetzt können wir hier theoretisch nur noch zurück. Schade, dass so wenig Waffen davon wirklich gut waren. Das war echt schade. Naja, wir haben halt auch gute Waffen schon, ne? Ja. Kannst dich gerne noch hier umgucken, wenn du willst, aber hier ist ja auch nichts mehr. Da ist echt nichts. Du kannst ja gerne mal gucken für deine Zuschauer da, nochmal runtergucken, wo es, wenn du da runterspringst, wohin es geht. Da geht's halt zum Leviathan zurück, ne? Ja, okay. Ja, da war nichts. Hier war... Gut, ich geh jetzt auch mal kurz meine Waffen verkaufen. Mach das. Und dann machen wir den Missionsabschluss. Ja, und dann würde ich sagen... Am Anfang des Parts habe ich niemals gedacht, dass wir hier heute den DLC beenden. Aber wenn man die Hauptmission macht, geht es relativ schnell. Ne? Ja, dann würde ich sagen, wenn wir die Mission dann noch abgeben, beenden wir den Part. Der letzte war ja ein bisschen länger. Können wir ein bisschen entspannen. Ein entspannter Part mit einem fetten Bosskampf. Das war doch nice. Und wir haben was für Thumbnail. Das ist natürlich richtig geil.
Eben. Eben. So, oh, es geht aber zurück nach Oasis. Wir werden den Part aber nicht in der Oasis beenden, sondern in gewohnt Sanctuary. Na klar, natürlich. Und dann starten wir im nächsten Part ins DLC rein, wenn wir das dann packen sollten. Also im richtigen DLC, ne? Ja. Also den wir eigentlich, wir wollten, ich wollte eigentlich nicht diesen DLC, wir sind nicht mit Absicht in diesen DLC gegangen, den zu beenden. Genau. Eigentlich. Wir wollten eigentlich nur Level 30 erreichen, aber... Aber guck mal, wo wir sind. In Oasis, ja, gleich direkt geil dahinter. Dann geben wir die Quest ab. Dann kannst du ja mit Shade, deinem besten Freund, reden. Natürlich, immer. Ich rede immer gerne mit meinem besten Freund. Shade kann dann in seiner Stadt mit seinen vergammelten Typen alleine vergammeln. Oh, Level 29 geworden. Krass. Ich auch. Geil, kann ich mir gleich noch einen Action-Skill ausrüsten. Was mache ich denn noch höher? Wir können einen Action-Skill ausrüsten? Ach so, ja, stimmt. Skill-Points verteilen, meinst du. Ich kann 5 Tokens einlösen, mache ich jetzt auch mal gleich. So. Das war's dann, ne? Soweit. Ich habe noch eine Skin-Anpassung. Mörderischer Krieger für den Kopf. Ja, kann ich jetzt irgendwo. Hatte ich auch. Den möchte ich noch gerne mal ausrüsten. Egal wie der aussieht, ich rüste den jetzt aus. Ich habe nochmal eine Nebenquest angenommen. Den mörderischen Kopf, den möchte ich ausrüsten. Du auch? Wenn man den Kompass auf den Leuchtturm bringt, egal wie der aussieht. Mörderischer Krieger. Bitte nicht so gut. Ey, das sieht sogar annehmbar gut aus. Sieht nicht geil aus, mein Schädel? Ich finde den nicht gut. Egal, machen wir den nächsten Part. So, ich hab Bonehead gekriegt. Und was sagst du? Warte mal, guck dir gleich mich mal an. Man sieht dich auch, während du es ausspielst schon. Nice. Das ist, ne, sehr cool. Das ist schon sehr cool. Gut, dann verlassen wir Oasis. Dann verlassen mit den ganzen gestörten Leuten hier. Mit den toten Vielleicht Leuten. Kehren wir nochmal irgendwann zurück, wenn wir kurz leveln wollen oder so. Ja. Aber wir werden jetzt nicht mehr viel leveln wollen. Dann eigentlich wollen wir jetzt nur noch. Dann wollen wir nach Sanctuary, dann öffnen wir noch eine goldene Truhe und dann... Ja, mal eine goldene Truhe können wir machen. Das wollen wir machen, machen wir. Und dann geht's, und dann beenden wir den Part, glaube ich, gleich am Anfang des DLC. Das passt dann ganz gut. Zum Glück haben wir Meister Knochenhosen-Typ schon besiegt. Eben. Der taucht trotzdem nochmal auf. Scheiße. Das heißt, da kommen die Gegner sind alle wieder da. So, gut, auf geht's nach Sanctuary. Gut, dann initiier die Reise. Dann initiieren wir mal die Reise. Da ist Sanctuary. Los geht's. Cool, dass wir ein DLC beendet haben, obwohl wir es nicht wollten. Richtig. Es ist schön, wieder in Sanctuary zu sein. Trautes Heimglück allein. Endlich, ne? Endlich. Aber Warm Water war eine Erfahrung wert, ne? Definitiv. Der downloadable Content. Definitiv war eine Erfahrung wert. Jetzt müssen wir nur noch Hammerlocks DLC machen. Wir haben ja noch eine Mission zum Abgeben. Ja, nicht nur das. Wir müssen noch, bevor wir die abgeben, gib mal dein Iridium aus. Mach ich gleich. Ich will erstmal die Mission abgeben, nicht, dass wir noch als Belohnung noch Iridium kriegen. Rucksack-Upgrade brauche ich. Habe ich mir jetzt nochmal gegönnt. Habe ich mir nochmal gegönnt. Jetzt gönne ich mir für Erfahrung. Den. Hallo. Und eine Waffe, die beide scheiße sind. Einfach so. Den nochmal. Den Schwanz. Das. Und das war's. Mehr kann ich mir nicht gönnen. So. Ich komme zu dir. Jetzt habe ich, mir auch was jetzt hab ich 6 extra Plätze für den Rucksack. Ich hole so lange die Nebenquest da hinten ab. Ach ja, du sagtest ja, ich soll ja auf irgendeinen Typen achten, falls der hier mal langläuft in Sanctuary. Der ist super selten. Aber er ist da. Rucksack ab. Speicherdeck abgeholt habe ich schon. Weißt du noch, wie der Typ heißt? Nee. Er hat auf jeden Fall einen anderen Namen als die anderen. Wenn dich jemand fragt, das hast du gefunden. Ne? Ja, der hat halt einen besonderen Namen. Ich weiß aber ganz genau, weiß ich den Namen auch nicht mehr. Heißt der Sam Matthews? Nein. Hier sind nämlich Gegner. Was? Ist das eine Quest? Ich glaube, das ist eine Quest, ja. Achso, ja, dann können wir die auch mal später machen. Nur Einwohner von Sanctuary hier gerade. Aber der Typ, der streckt dir irgendwas in der Hand entgegen. Gebt mir einfach was zu machen. Dann gehen wir die goldene Truhe öffnen. Wir wollen gar nicht so lange fackeln. Ja. So, ich habe noch 7 Schlüssel. Also ein paar Mal können wir die noch öffnen. Ja, wir machen beide jetzt einmal offen, beide. Und danach nächstes Part wieder, ne?
Falsch. Hier. Goldene Truhe. So, ich öffne. Mal gucken, jo, was es gibt. Oh. Interessant. Kann ich beides verkaufen? Scheiße. Du bist dran. Jo. Ich habe nur noch 3 Schlüssel. Okay. Ich dachte, ich habe 5. Egal. Ein Sniper, okay, Alter. What? Es gibt. Gönn dir die Schrotflinte, Alter. Yo! Guck es mal an. Ist das die Schrot, Alter? Ja. Wie viele Parts habe ich? Ich öffne jetzt nochmal eine goldene Kiste. Mach das. So, dann öffnen wir halt ein paar. Oh, Schilde, Alter. What? 4000, Alter. Yo! Schankbar Schadensnahme, einen Schildbooster zu verlieren. Okay. Wir haben eine Quest erfüllt. Öffne mal. Der Schild ist heftig, Alter. 25% Absorptionschance und 4000 Schild, Alter. Der hat einfach doppelt so viel Schild wie mein jetziger. Ich sehe das, wie dein Schild gerade auflädt, Alter. Ich habe jetzt ein Schild von fucking 4500. Mit der ist halt kacke, hier, nimm den mit. Verkaufe ich, ne? So, einmal öffne ich auch noch. Ich habe grad Bock. Nichts. Ich hoffe, klar, nämlich, ich hätte auch gern Bock auf so eine Schrot. So. Ist das ein MG? Nee, eine Schrot. Ist das ein Sniper? Ist der gut? Nee. Ist das eine Schrot? Ja, die gönne ich mir. Die nehme ich mir gerne mit. Ist die besser als meine? Ich hoffe es sehr. Ein Sniper ist auch Müll. Ja, die ist tatsächlich endlich mal besser als meine. Wow. Aber der Sniper ist gut, aber der macht nur 2000... Da starten wir mal wenigstens einen guten Waffen mit aktuellen Waffen ins DLC, ne? Der Sniper ist zwar gut, aber macht im Allgemeinen wesentlich weniger Schaden als meiner, weil ich kriege einfach das 180% kritischen Trefferschaden nochmal dazu. Hm. Und da ich mit dem Sniper eh nur auf kritische Chancen ziele, ist da halt scheiße. Willst du auch noch einmal öffnen? Oder soll ich noch einmal öffnen? Ja, ich kann ich gerne noch machen. Ja. Ja, du hast aber jetzt nur so einen Schilder- und Class-Mods gekriegt irgendwie, ne? Wir haben ja noch ein paar Parts, keine Schilder... Oh Gott, was gibt's? Ist das eine gute SMG? Ja, die ist viel besser als meine. Ich benutze ja keine SMGs, ich benutze ja im Moment nur die Pistole. Alter, aber die wackelt aber rum, Alter. Hat mir da starken Rückstoß, wenn du damit nicht klarkommst, lass ich liegen. Oh, aber nur wenn ich die Freiheit habe, wenn ich sie damit ziele, ist das, geht das. Das ist normal. Ich bräuchte auch, gib mir mal dann deine alte SMG, ich bräuchte mal eine neue. Ich weiß nicht, ob es eine SMG war, das war die hier. Ich glaube, die ist besser als meine Elektro-SMG, ja, definitiv. So, wollen wir schon ins DLC rein? Moment, oder erst, hier erstmal verkaufen. Ach ja, und Munition aufladen. Genau, erstmal die Scheiße verkaufen. So, was kann ich denn verkaufen? Einmal den Sniper, einmal das Ding behalte ich, das Ding kann weg. Den behalte ich, der Sniper ist hocheffektiv gegen Schilde, die kann weg. Aber mit 24 sind wir mit Level 24 sind wir in DLC gestartet, ne? Oder Level 23 sogar, ne? Jupp. Kann man, dass wir da auf die Fresse gekriegt haben. So, ich bin soweit bereit. Gut, dann... Starten wir ins DLC und dann beenden wir dann den Part. Ich kaufe mir kurz Muni. Wow. Ist wieder so eine krasse. Nimm mal schon mal die Mission an vom DLC. So, welches Ding ist das denn? Gluttony Gulch oder ist das Southern Shelf? Nee. Ein Rollenspiel. Habe ich gemacht jetzt. Gut. Ah ja, jetzt müsste ich das ja sehen können. Bescheidene Docks. Bescheidene, ne? Docks. Dann gehen wir da hin. Nice. Und dort gehen wir dann den nächsten Part weiter. Würde ich auch endlich sagen. Endlich mal den richtigen DLC. So, ist auch schon düster. Fängt nicht mehr genau an. Die Geschichte wird auch nicht nochmal erzählt. Reicht auch. Und... Ja, Leute, dann geht's im nächsten Part. Lass mich doch hier hoch. Dann geht's im nächsten Part, würde ich sagen, genau hier weiter. Wir machen endlich weiter, wo wir aufgehört haben. Genau. Im Part 8, 17, 16. Ja, und ich überlasse dir die Abmoderation. Ja, vielen Dank fürs Zusehen.
und abonnieren und liken, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil liken, wenn euch das gefallen hat natürlich, dann wird euch das nämlich vorgeschlagen und empfohlen. Richtig. Das ist ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal dann bei Borderlands 2. Und man sieht hier schon richtig geil, wie das da, wo es da über uns hin verschlägt, wenn meine Stilfernrohr nicht so wackeln würde. Definitiv. Aber gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.